Der Kulturexpress von Kraus Event ist nun schon eine geraume Zeit on Tour. Der Gedanke dahinter ist, Kindern, die während der Pandemie viele Entbehrungen hinnehmen mussten, ein paar kulturelle Glücksmomente zu verschaffen. Neben Künstlern des Theaters Plauen-Zwickau, den Jungs von Rock Ambulance, ist auch ein Mann dabei, der eine besondere Beziehung zum heutigen Veranstaltungsort hat. Die Rede ist von Kai Danowski. Bevor das Schulkonzert startete, sind wir mit dem jungen Musiker ins Gespräch gekommen. Ich bin hier zur Schule gegangen, 2013 Abi gemacht und die Chöre besucht, das musische Profil erlebt. Und ja, ich glaube auch auf jeden Fall hat dazu geführt, dass ich die musikalische Karriere eingeschlagen habe oder den musikalischen Weg besser gesagt. Der musikalische Weg hatte ja jetzt so ein bisschen in Break, pandemiebedingt. Wie ist das in letzter Zeit ergangen? Es war eine schwere Zeit, auf jeden Fall. Man hat viele Dinge hinterfragt, ob man das auch weitermachen möchte in dem Umfang, den man sich so vorgestellt hat für sich selbst. Ich muss aber ehrlich sagen, jetzt wo man wieder merkt, dass wieder Dinge losgehen und man wieder die Gelegenheit hat, Dinge mitzugestalten, da ist auf jeden Fall wieder die positive Energie da. Und ich hab große Lust, einfach jetzt wieder mit am Start zu sein und Musik zu machen und bin einfach ja, sehr beseelt, dass es jetzt wieder losgeht. Und schon mal vorausschauend, vor allem bei Classics unter Sternen stehst du ja wie schon letztes Jahr wieder mit auf der Bühne. Das ist richtig, genau. Das wird ein schönes Programm dieses Jahr auf der Freilichtbühne. Dann ging es endlich los. Die Begrüßung der 550 Schüler des Klaravik-Gymnasiums und des Lehrkörpers oblag Matthias Kraus. Erstmal herzlich willkommen an euch, an uns. Wir sind von der Firma Kraus Event. Wir sind mit dem Kulturexpress unterwegs. Waren jetzt schon in den letzten Wochen an vielen Schulen. Und haben einfach versucht, mal ein bisschen Abwechslung zu bringen. Für uns ist das besonders schön, denn vor knapp 30 Jahren war ich, glaube ich, einer der Schüler, der die erste 11. Klasse bei der Gründung der schönen Schule war. Und da hat man noch nicht so ein schönes Objekt wie ihr jetzt hier, sondern da waren wir noch an der Kaserne. Und ein weiterer ehemaliger Schüler wird heute für euch singen. Kai, kommt doch mal hoch auf die Bühne. Er kann das wesentlich besser als wir, aber wir wollen auch mal Danke sagen an... Ja, einmal an eure Lehrer, die in den letzten Monaten es auch nicht leicht hatten und vor allen Dingen auch mal an TV Westsachsen, an die Mandy und an ihre Tochter, die heute die Kulturpaten sind für diese Aktion. Ich glaube nicht selbstverständlich, dass euer Direktor und eure Lehrer überhaupt den Mut haben, die Schule aufzumachen, damit ihr wenigstens jetzt ein paar Minuten mal was anderes erleben könnt. Deswegen mal ein Applaus für alle, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt endlich wieder hier stehen können. Und dann stimmte sehr schnell die Chemie zwischen dem Künstler auf der Bühne und den Kindern. Kai weiß, wie man musikalisch begabte Kinder abholt. Nach dem Warm-up mit Happy von Pharrell Williams band er bei den weiteren Titeln des kurzweiligen Konzerts die Kids mit ein. Bring me down, I won't say ah. Bring me down, love's too old. Bring me down, I won't say bring me down, rock the city, yeah. Bring me down, I won't say. Bring me down, I love to see it. Oh, bring me down, I'm singing it, oh. Auch dem Schulleiter gefiel die willkommene Abwechslung. Ich finde es richtig toll. Die Idee von Kraus Event ist sozusagen der Höhepunkt des Wiederstarts. Seit 2 Wochen sind wir wieder alle beieinander, alle Schüler in allen Klassen im Präsenzunterricht. Und das heute ist der erste sozusagen, das erste kleinere Schmankerl für die nächsten 4 Wochen, bevor wir dann schon wieder in die Ferien gehen dürfen oder müssen, je nachdem. Das Konzert am CWG, für welches wir Pate sein durften, war aber nicht das erste am heutigen Tag. 2 Stunden zuvor hatte der Kulturexpress Station an der Schillerschule in Planitz gemacht und da agierte der Planitzer Telefonladen als Unterstützer der Aktion. Ja, ich finde es einfach grandios, die Idee, dass man einfach Kindern jetzt nach dieser langen Zeit einfach ein bisschen ein Erlebnis wieder bieten kann für die Gemeinschaft und auf der anderen Seite halt auch einfach den Künstlern, die ja auch zu kurz gekommen sind, auch eine Plattform einfach dort bietet. Ne? Auch für Thorsten Wolf und sein Unternehmen waren die zurückliegenden Monate nicht ganz einfach. Trotzdem ist man auch hier nicht untätig gewesen.
Genau, also war eine spannende Zeit. Nichtsdestotrotz sucht man neue Wege, neue Ideen. Es haben sich viele Dinge ergeben. Wir sind mit unseren Kunden fast enger zusammengewachsen. Das lieben die Kunden. Man ruft sie halt an. Man hat eine ganz andere Beziehung. Und auf der anderen Seite natürlich auch auf Kinder bezogen, ist eine Herausforderung zu Hause, auf einmal Lehrer zu sein, Papa zu sein, Mama zu sein. Ja, ist eine spannende Zeit gewesen. Aber tolle Sache von Kraus Event am Ende, ne? Ja, ist eine riesentolle Sache, sowas einfach zu machen, das Leben wieder beginnen zu lassen. Dann hat der Kulturexpress mit seinem Halt an zwei Stationen Kinder wieder glücklich gemacht. Ein Dank von dieser Stelle an alle Macher und Unterstützer. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du dir dasselbe für mich fühlst. Die letzte Minute.